Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Neuer Job, neue Stadt, neues Land und das mitten in der zweiten Corona-Welle. Nach einigen Jahren im Banking war Consulting im Finanzwesen mein großer Traum. Da kamen als Standorte dann vor allem Frankfurt, London oder Zürich in Frage. Von KPMG Zürich hatte ich schnell positives Feedback auf meine Bewerbung und das große Packen konnte losgehen. Der anschließende Umzug und das Onboarding haben super geklappt. Mein erstes Projekt hat mich dann allerdings ordentlich auf die Probe gestellt. Komplexe Projektstrukturen, enge Abgabefristen und lange arbeitsintensive Tage. Und das alles komplett aus dem Homeoffice in meiner nur halb eingerichteten Wohnung. Mir fehlte vor allem das tägliche Pendeln ins Büro und der persönliche Austausch mit den Kunden und meinen Kolleginnen und Kollegen. Sie waren es auch, die mich durch die ersten Monate getragen haben. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, sowohl fachlich wie auch persönlich, und bin extrem stolz darauf, wie wir als Team das Projekt zum Erfolg geführt haben. Es hat sich richtig gut angefühlt. Man sagt ja immer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, und ich habe auf jeden Fall auf ganzer Linie gewonnen.